Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Dark Siffler. Ich bin der Siffler, aber das wisst ihr bereits. Und wenn, dann müsst ihr definitiv das einschalten. Neben mir heute ein Gast zu einem außergewöhnlichen Video auf eigenen Wunsch. Der Metal-Mentor aus der Ultras-Community, ein guter Freund von mir und mein Mentor, deswegen heißt er auch Metal-Mentor. Weißt du, wer das noch nicht weiß, der schaut noch nicht lang genug zu. Also herzlich willkommen erstmal natürlich. Schön, dass du da bist. Grüß dich, ja. Ehre. Heute zu einem spontanen Video, weil du gesagt hast, du hast da die ganze 2 oder 3 Viertelstunden Mass Metal jetzt angeschaut, die Silvester-Show, und hast dir Notizen gemacht und möchtest das jetzt nicht, oder das würde in einem riesen Kommentar ausschweifen. Und deshalb hast du gesagt, du möchtest es gern persönlich sagen oder erläutern, was dir für Gedanken dazu gekommen sind. Genau, das ist mein Hintergrund gewesen. Also ich habe versucht, das am Silvesterabend tatsächlich zu schauen. Wir haben legalerweise, muss man sagen, Gäste bekommen. Haben dann schön Silvester, schön gemütlich, schön geschmeidig, wie man das halt im vergangenen Jahr gemacht hat, eben gemacht. Und es war ja schön. Und bis dahin habe ich halt Mass Metal angeschaut und den Rest habe ich mir jetzt gestern eben auf YouTube nochmal in aller Ruhe angeschaut, eben meine Notizen dazu geschrieben, und das ist jede Menge geworden. Ich meine, es war ja auch eine sehr lange Sendung, trotz allen. Es war aber eine Silvester-Show und im Endeffekt, waren, wenn man schaut, die anderen Silvester-Folgen waren auch immer brutal überzogen, also von der Länge her. Nein, aber deswegen kann man es ja auf YouTube nachschauen. Das ist ja das, was warum das es Mass Metal auf YouTube gibt und nicht auf Twitch oder so, weil da kann man es einfach nachschauen und kommentieren oder halt mich kontaktieren, um mir das Kommentar direkt zu sagen. Genau, weil ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir jetzt da hinsitze und in den Kommentaren dann wirklich neiklopfen tue, aber das, da habe ich jetzt keinen Bock dafür, dass ich mir jetzt 3 Stunden Das kann ich total verstehen, ja. Ich meine, 3 Stunden muss man ja erst einmal in Worte fassen nochmal. Und von dem her, das ist ja auch ein Grund, warum dass ich gesagt habe, ich mache diese verlosungstechnisch jetzt nicht mehr auf der Grundbasis von einem Kommentar, wie sie ja jetzt seither immer war, sondern dass ich wieder was weggespült mit reinbringe und dann kann jeder ein kleines Kommentar schreiben. Und ich brauche die Großen nicht, wenn die Leute mir was zu sagen haben, was sie zur Folge sagen möchten. Dann können sie es jetzt vielleicht sogar in diesem Format hier machen. Also ist ja jetzt spontan geboren. Aber ich find's cool. Ja, dann machen wir das doch einfach. Also ich hoffe, dass ich denke, dass ich chronologisch eigentlich einigermaßen in der Reihenfolge bleibt. Wenn nicht, ich denke mal auch wurscht, weil derjenige, der das gesehen hat, der kann sich daran erinnern, was da alles gewesen ist und was genau. Nicht. Genau. Grundgenommen ist ja Mass Metal einfach Moderationsteil und Einspieler. Also in welcher Reihenfolge entscheide ich auch immer spontan während der Show sogar. Ja, dann fangen wir halt gleich mal an mit uns. Was heißt von meinen Lieblingseinspieler? Das ist eigentlich auch Schmarrn, weil alle Einspieler eigentlich relativ kurz sind, relativ kurzweilig sind. Mit dem Felix. Metalnet. Dieses Mal sehr hübsch mit Krawatte. Also ich habe es gleich gesehen, gelbe Krawatte. Also passt ja wunderbar zu ihm und er kann es tragen. Also definitiv. Ja. Er kann das. Und da möchte ich auch kurz zum Metalnet nochmal ein bisschen ausschweifen. Also ich finde das auch eine geile Sendung. Wobei ich das halt echt nicht nebenbei hören kann, so wie die Podcasts eigentlich heutzutage erdacht sind, weil ich muss mir das anhören und anschauen, weil wenn ich das nebenbei höre, dann, was wollt ihr, das wieder, scheiße, ist ja live, kannst du ja nicht zurückspielen, das ist dann immer blöd, darum schauen wir das dann lieber dann auf YouTube an und dann kann ich sagen, tu ich nochmal kurz zurückspulen und da sind, wie gesagt, echt sau interessante Sachen dabei, also macht hier zwar echt prima und das Format, einfach so weitermachen, wie es ist. Und ich kann ja jetzt sagen, es ist ja jetzt auch auf Spotify und überall anders, wo man Podcasts hören kann, auch RSS-Feed, wenn man einen hat oder sowas. Wer Interesse hat oder wer es nicht immer live anschauen kann, 2 Tage später mindestens kommt es dann auch da raus. Also das ist ja, dann kann man trotzdem nebenbei zuhören. Oder beim Autofahren oder beim Einschlafen oder wie man will. Ja, wir bemühen uns, dass jeder die Möglichkeit hat, dieses ganze Erlebnis quasi mitzunehmen. Ja, und das ist halt das, wenn man das Internet dementsprechend hat, dann beim Autofahren oder wie immer. Aber sei mal dahingestellt, das ist was anderes. Und was der Felix dann so von sich gebracht hat, was heuer dann das Jahr über alles so rausgekommen ist, sind ein paar nette Empfehlungen dabei, muss ich sagen. Das Ganze ist halt beim Felix, würde ich sagen, ein bisschen trashlastig, ein bisschen geschlachlastig. Also
nicht unbedingt immer so das meine, wobei das ein oder andere dann doch dabei ist, wie ich sagen kann, gut, das... Für Power Metal bin ja ich dann zuständig künftig. Ja, genau. Und es sind aber, wie gesagt, schon ein paar interessante Sachen dabei, wo ich sage, die Art von Geschlecht kann ich mir gut anhören und das ist prima, dass wir da drüber geredet haben. Also von dem her gern auf jeden Fall so weiter bleiben und ja, der Power Metal ist halt das deine dann. Ne? Ja, genau. Das ist ja auf dem Dorf, ne? Da passt das eher, der Power Metal. Ja. Und was halt bei dem Metal nicht halt, also was das mit auch wieder ganz rüberkommen ist, das ist halt einfach das Menowar-Müsli, das Struh, das ist einfach, ich komme noch so gut an die Sendung erinnern, ich bin fast am Boden gelegen, weil das ist dann auch so also selbst für mich allein im Kopf, dann kann man dann immer so sagen, und dann fährst du mal wieder Auto und dann hörst du mal echt rein zufällig mal wieder das Original, die Originalwerbung zu dem Originalprodukt, ja. Wo ich dann sage, und das ist wirklich auch so, das nennt man heutzutage, glaube ich, nachhaltig, wenn man über solche kurzen Frequenzen, Sequenzen im Leben, im Jahr, dann so ein Lacher immer wieder hat und das bringt dann auch wieder gute Zeit. Und also. Es ist ja, es hat sich ja jetzt mehr oder weniger da so herauskristallisiert, weil ich bin ja jetzt nicht derjenige, der wo jedem immer alle News im Blick hat, also jetzt dann künftig ein bisschen mehrer natürlich, aber ich bin halt, also im Endeffekt ist es ja Metal Comedy Podcast. Also ich bin ja zum blöd daherreden da und von dem her glaube ich, dass das auch gut funktioniert. Der Felix mit seiner Seriosität mehr oder weniger und der liest ja viel ein tatsächlich und ich halt zum blöd daherreden und meinen Senf dazugeben. Und deswegen gibt es dieses Metal und Comedy lustig, damit da ein bisschen was im Hintergrund hängen bleibt, was lustig ist. Ich glaube, das gibt es so noch nicht. Also jetzt halt mit Metal nicht. Ich glaube, andere Podcasts sind da mehr oder weniger seriöser. Und deswegen, ja, und die Nische muss man auch bedienen. Wir sind zum Lacher da und das ist die Hauptsache. Genau. Und wenn man dann noch ein paar Infos kriegt, dann ist auch gut. Ja, und wenn wirklich kann man sich ja dann in einstiegige Kanäle dann noch mehr informieren, whatever. Aber richtig. Die Art und Weise, wie es das macht, prima, einfach weiter so. Dann nächsten Einspieler, wo wir gehabt haben, die das Jahr über einmal wieder schön waren oder informativ, lustig, wie auch immer, Shepardcore, Shepard Cooking, was diesmal gewesen ist. Ist auch auf jeden Fall was, was du ja seit Jahren, das Jahr vielleicht ein bisschen verstärkt durch das komische Mensch-Depp-Dingsbums da, was letztes Jahr auf uns eingebrochen ist, dass man einfach den Underground, ich sag halt Underground, man muss immer so nicht so dumme Fremdwörter nehmen, man kann ja sagen, einfach die Newcomer, die kleiner Kapellen, wo es wirklich sehr, sehr viele gibt, auch gerade bei uns im Umkreis, wo ich sagen muss, da wäre ich ohne die oder die Sachen, was du da immer wieder rausgefischt hast oder die du auch vorgestellt hast, die Videos, wo ich sagen, da gut, sind echt prima Sachen dabei. Da sind meine Notizen leider noch nicht ganz vollständig, was da heuer alles gewesen ist, weil das waren wirklich einige Kapellen, also da sind wir jetzt aber gerade ein bisschen zu spontan geworden, aber da waren echt ein paar gute Sachen dabei, wo ich sagen muss, prima. Und wenn man dann natürlich noch so eine Plattform wie Shepardcore hat, super. Ja, genau. Dafür bin ich ja dankbar, dass die mit mir zusammenarbeiten wollen und deshalb funktioniert das also super. Und ob die jetzt kochen und nebenbei vielleicht zufällig irgendeine Band erwähnen oder ob die ein Interview führen mit einer Band, die wo bei einem im Portfolio ist oder so, das ist mir dann auch wurscht. Ich bin froh über den Einspieler, weil alles, was die produzieren, muss ich nicht produzieren. Ich bin ein fauler Hund, das weißt du ja. und von dem her, ich finde, dass die Zusammenarbeit passt. Und wenn man dadurch dann Bands kennenlernt auf eine schöne Art und Weise, dann ist das der Mehrwert, den die bieten, den ich gern annehme. Okay, ich weiß nicht, ob das wieder an meinem Netz oder dein Netz, jetzt warst du mich kurz abgehackt und so. Du warst auch kurz abgehackt. Aus dem Tal kommt halt das Internet nicht so schnell, gell? Ja, von Tal zu Tal, weil man nämlich über die hohen Berge drüber, dass man das dann zusammenbringt. Genau. Komisch, ist aber so. Ja, mit Cooking, whatever, ich meine, ob man jetzt den französischen Apfelkuchen braucht oder nicht, sei mir dahingestellt, ich weiß bloß, das ist eine feine Sache. Habe ich nämlich zu meiner Abschlussprüfung auch machen müssen, also fast das gleiche, nach dem gleichen Rezept, aber sowas, ja. Also ich kenne das, wie gesagt, aber dass das dann in der Art und Weise mal vorgestellt wird, passt, einwandfrei, eine interessante Kochshow, wo ich sagen kann, sowas schau ich auch. Und ist auf jeden Fall ein guter Teil in der Maske. Okay, also. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, was dann immer bringen tust, ob die jetzt dann einmal backen können oder einfach irgendein Newcomer würde interviewen, wie immer, kann man sich überraschen. Ja. Ja, das nächste dann, wegen was Trauriges, der Steve.
Da habe ich hinterher geschrieben Steve und ganz viel oh. Das muss ich sagen, Steve, man kennt ihn ja persönlich, also das ist was, wenn es jetzt dann immer kummer tut oder nicht mehr so oft kummer tut, ist echt schon drum. Weil ja, der macht es so prima, der, was mir total, was im Sommer war, Spätsommer war es wie immer, wo er seine Freundin mit dabei gehabt hat bei seinen Six Facts, jetzt fast beinahe zerrissen. Also der hat ja ein, ich sage jetzt mal, schauspielerisches Talent oder ist er wirklich schizophren? Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja, eben, man weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall so eine geile Folge und es ist dann doch im Nachhinein ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen zerpflückt worden, wo ich sagen würde, also ich fand es prima. Ja, also das waren vereinzelte, aber das ist trotzdem im Gesamtkontext sind das immer die lautesten. Und genau, ich denke mal, ich wollte halt genau nicht, dass ein Steve dann sich die megamäßige Mühe macht und dann wird es zerpflückt, wenn er mit weniger Aufwand ein besseres Gefühl haben kann. Weißt du, was ich meine? Das ist ja das, was ich permanent schon immer praktiziere. Weniger Aufwand und dann brauche ich mich nicht aufregen, wenn jemand blöd daherredet, sozusagen. Aber das ist, mein Gott. Warum, dass er ja jetzt aufhört, ist ja Privatsache. Also das ist ja, ich meine, das ist ja relativ. Ich meine, das, dass es jetzt zeitintensiv ist und alles mögliche, ich meine, das sieht mir ja an dir und deiner Arbeit auch, du spürst ja da rum. Aber ich denke mir, das Ding ins Bars halt, also ich meine, es war auf jeden Fall die Six Facts vom Steve, muss ich sagen, es war immer wirklich mega informativ. Ich meine, für mich, okay, bei den alten Bands, Kapellen, da waren schon ein paar Sachen, habe ich gesagt, da habe ich gewusst, aber ganz viele Sachen, wo man denkt, okay, das war so und so. Und das eben alles zum Recherchieren und zum Erarbeiten. Das ist ja auch die Arbeit. Also das Dran und das Schneiden habe ja ich dann gemacht, aber das Dran und die Bütter raussuchen, das ist ja die wenigste Arbeit. Das Recherchieren vorher ist ja das Problem. Ja. Das ist ja das, wo ich mir denke, ja gut, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, er will ja nicht nur Wikipedia-Seiten vorlesen, wo halt drinsteht, was der Band so passiert ist, sondern da sind ja teilweise Stories dabei, die echt richtig recherchiert sind, wo ich sage, war schon gut, dass er das gemacht hat, weil ich hätte die Zeit einfach nicht dazu. Und er hat es halt jetzt auch nicht, also deshalb, sagen wir mal nicht so. Die Art und Weise, wie er es dann eben rübergebracht hat, also dann immer zwischendurch dein Part übernommen, quasi im Comedy-Style dann quasi mit übernommen, sau klasse Arbeit. Also wirklich 12 Daumen hoch, prima. Das, ja, ich kann das da noch vorlesen, was ich da alles mit dazu geschrieben habe, aber habe ich eigentlich im Grunde genommen so gesagt und wie gesagt, mega schade, dass er jetzt dann nicht mehr so die Zeit finden wird, aber auf jeden Fall, wenn er irgendwann mal wieder Bock hat und so weiter, ich bin einer der Ersten, wo dort hockt, an seinen Lippen klebt und prima. Er ist jederzeit eben wieder eingeladen. Also von dem her, wenn er dann mal wieder Bock und Zeit hat und die Musik dazu, das muss man ja auch haben, so, jetzt muss ich wieder was produzieren, ist auch doof, sondern eher so, hey, jetzt geil, ich habe jetzt Bock, einfach mal selber für mich zu recherchieren, für die Band. Ach, da mache ich doch gleich einen Sifi Einspieler und dann kommt vielleicht was. Man weiß es nicht, aber wir werden es frühzeitig auf jeden Fall auch erwähnen. Und es ist ja dann auch immer so ein, heute ist er wieder dabei vielleicht. Was so ein, cool. Ja, genau, das Überraschungsmoment, wo dann vielleicht im Laufe des Jahres einmal gekommen wird und dann. Es hat auch keiner gewusst, außer ich. Ich bin der Einzige, der. Ich habe ja mit ihm gar nicht abgesprochen, ob ich es in der Live-Show überhaupt erwähnen soll, sondern ich habe einfach, ich habe eine Stunde vorher vielleicht mit ihm geschrieben oder einen Tag. Und dann hat sich das halt rauskristallisiert, dass er eigentlich keine Zeit mehr hat. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann halt nicht. Also ich habe ja kein Problem damit. Und dann habe ich halt spontan in der Show erwähnt, dass er aufhört. Und dann, ja, das hat einfach raus müssen. Das war eher so ein emotionales Ding an dem Tag. Ja, stimmt. Aber darf und soll das auch mal sein. Das ist kein Thema. Natürlich. Nicht. Auf jeden Fall. Gut, dann das Nächste, das war der Jonas dann. Jonas, muss ich sagen, war ja am Anfang des Jahres ein wenig ein bisschen unprofessionell, whatever, aber er hat sich im Laufe des Jahres echt gesteigert, muss ich sagen. Also ist jetzt alles subjektiv meine Auffassung, also es soll in keinster Weise irgendwie eine Wertung sein, sondern einfach mein Empfinden. Und mittlerweile, muss ich sagen, macht er das auch cool, macht er das prima und auch jetzt mal interessant, auch wenn oft, wie gesagt, nicht so meine Musikrichtung ist, aber auch immer wieder genauso. Da versuchen wir ja immer irgendwie eine Mischung neu zu bringen, von jedem ein bisschen was. Genau, und das hat der Jonas mittlerweile richtig gut auf drei gebracht. Dann die Einspieler auch von den Plattencover und so weiter, dass ein alter Mann wie ich da mitkommen kann oder schnell auf Pause drücken kann. Wie heißt die Kapelle? Wie schaut das aus? Auch prima. Also diese Art von Professionalität ist im Laufe des Jahres gewachsen.
Und schneiden tue es ja immer nur ich, aber er bringt mir die Cover natürlich mit. Also ja. Ich brauche es nur noch reinfügen. Also von dem her, ja. Es ist ja, man muss ja so sagen, er hat ja angefangen mit nichts. Er hat ja null Erfahrung vor der Kamera gehabt, null Erfahrung, wie man vielleicht in der Öffentlichkeit so richtig redet. Das sind alles so Sachen, die mache ich ja schon seit Jahren. Felix auch ein bisschen, weil er ja beruflich auch mal vor Leute steht und redet. Und von dem her, das liegt halt nicht jedem. Und man sieht halt auch jetzt den Werdegang vom Jonas und es wird halt immer besser und das merkt man einfach, dass er sich da wohler fühlt und so. Also, das ist, finde ich, gut so. Also, es kann drum so weitergehen. Das ist eigentlich auch mein Resümee über den Jonas und auf jeden Fall weitermachen so und auf jeden Fall eine Bereicherung und ganz kurz abschweifen, was man bei euch halt mittlerweile auch merkt, dass ihr als Redaktion auch prima zusammenarbeiten jetzt und dass ihr euch gut ergänzt, dein Redepart, dein Schneidepart, dein was auch immer, die Beiträge von den einzelnen Redakteuren, von Jonas, Felix, Steve, Schepperkor, was das überall herziehen, was die anderen Metal, der YouTuber, wo das, keine Ahnung, also wie gesagt, also diese Zusammenarbeit ist auch wirklich im Laufe. Sagst du mir in der Arbeit immer, ich bin ein Netzwerker, ich bringe Leute zusammen. Ja, dieses Netzwerk, das ist einmal so eine Sache. Das ist mittlerweile, finde ich, auch schon ein bisschen. Ja, es stimmt zwar wohl, aber das hat bei mir mittlerweile auch schon ein bisschen einen negativen Touch, Netzwerk und wie auch immer. Aber ich finde das ein Zusammenspiel, zusammenbringen, einmal frei. Ja. Gut. Dann habe ich da ganz. Spieler, der an den Fäden zieht und die kommen alle bei mir zusammen. Das ist ein gruselig. Puppenspieler. Uiuiui. Da denke ich an Nachtblut, ein geiles Lied. Ja, die wo die ja auch ein Highlight dieses Jahr für mich gewesen sind, die Platten, was rausgebracht haben. Prima. Nebenbei. Dann habe ich da ganz unten, also das Ende der ersten Seite, wo ich die Pinks notiert habe. Okay. Und wirst du es nicht glauben, es ist tatsächlich nur, in Anführungsstrich, 14 Mal Pink gesagt worden, aber zusätzlich genau auch 14 Mal nebenbei nur mehr getrunken worden vor euch. Ach so, also insgesamt 28 Mal getrunken. Ohne genau. Pink. War das nur in dem ersten Einspieler? Nein, also die ganze Sendung. Die ganze Sendung über. Okay, gut. Die ganze Sendung über. Also die zwei oder drei Stunden. Also 14 Mal Pink, 28 Mal. Also ja, jetzt stell dir aber vor, wenn jetzt wirklich jeder dort geguckt ist und hat bei jedem Ping einen kurzen getrunken, dann ist das schon anstrengend. Ja, darum meine ich ja das. Also ist ja alles in allem ist das dann schon, man sollte sich vor einem aus Mittel im Kühlschrank Bier nicht tun oder was auch immer. Nicht, dass man verdurchen tut, aber ja, cool. So nebenbei meine Statistik. Sehr schön. Ich selber kriege das nicht mit, also das kriegt man ja nur nebenbei. Was war das nächste? Kalenderblatt, genau. Adrian. Genau, Adrian. Ja, siehst du, das haben wir jetzt notiert, aber Kalenderblatt. Ist auch eine Sache, wo ich sagen, prima Einspieler, prima Arbeit von ihm. Ich habe mir seinen YouTube-Channel noch nicht angeschaut, einfach aus, ich sage jetzt mal, Zeitgründen, wie auch immer. Jedoch, was er da bringen tut, macht auf jeden Fall Bock, seinen YouTube-Channel zum Anschauen. Ich bin jetzt zwar nicht dazugekommen, aber es ist eine Bereicherung für Mass Metal und passt super dazu. Vom Typ her passt er super dazu, muss ich sagen. Und man merkt auch, dass er das, was er von sich gibt, sich vorher Gedanken drüber machen tut und nicht einfach bloß irgendwas, sondern dass das halt einfach recherchiert ist. Und ja, gut, also Punkt. Das nächste, das finde ich jetzt blöd, dass du das wieder einführen wirst, das was wir gespielt. Weil. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. Das Lied müsstest du aber kennen. Also, da sage ich, da müsstest du wahrscheinlich eher kennen, wie jetzt zum Beispiel ein Felix oder so. Es ist ja klein noch schwieriger dann, beziehungsweise noch doofer, weil ich habe mir das jetzt nur einmal angehört. Aber, weil, natürlich kennt man das irgendwo. Die Melodie ist ja irgendwo im Kopf. Aber du kannst es da ja oft noch anhören, weil du als Kanalmitglied hast das ja einzeln nochmal hochgeladen bekommen. Auf dem Channel kannst du es ja nochmal anhören, einzeln. Ich werde es nochmal probieren, aber. Gut, was haben wir da noch gehabt? Neuentdeckungen 20. Genau, das waren jetzt quasi die Sachen, was ich jetzt für euch dann noch rausgehaut habt, was neu gewesen ist. Also ich fange jetzt mal mit... Das Metal-Kollektiv quasi. Genau, das war Metal-Kollektiv war das. Als erstes, was er da gebracht hat, was war jetzt das? Ich weiß nicht, wer als erstes war. Wahrscheinlich der Adrian, den setze ich immer als erstes so. Genau. Ach, das war dieses Laser.
Ja, genau. Das war, nein, also genau, das waren jetzt, da kommen jetzt die anderen drei Zettel, kommen da jetzt quasi zur Geltung. Das ist jetzt quasi ein kleines Resümee von mir, was die einzelnen Leute, also der Adrian, der Felix, Jonas und du, als Top 10 oder Platten des Jahres gekommen. Also weiß ich, ob das interessant ist für dich oder eher nicht. Was meine Meinung zu den Neuerscheinungen ist. Ja, wenn du die, wenn du die alle gehört hast. Ja, also ich hab's mal, ich hab da Zeit investiert für die, für den ganzen Kommentar in Anführungsstrichen. Aber von der hat man ja gerade in den Tagen ein bisschen, sage ich jetzt einmal, und ja. Warum da nicht mit sowas? Also Metal-Kollektiv, also der Adrian hat angefangen mit Hans Laser, Techno-Metal für die Love Parade. Habe ich mir noch nicht angehört tatsächlich, aber es soll halt richtige Partymusik einfach sein, oder? Ja, das ist dann Party für die Jungen wahrscheinlich. Also es ist. Ja, man feiert ja im gehobenen Alter ein bisschen anders Party, wie wenn man jünger ist. Ich bin ja auch schon aus diesem Party-Modus raus, muss ich sagen. Also das fängt ab Mitte des Lebensalltags an. Ja. Und von dem her, ja, ich weiß nicht, wenn man sich jung und jugendlich fühlen will, dann kann man sich sowas vielleicht mal anhören. Also muss halt mal anhören, ich hab's noch nicht. Ja, dann hat er Bury Tomorrow. Das genau, war, das war der Ware Lukas. Ja, also das war meines Erachtens Heavenshell Burn-lastig. Du müsstest ja eigentlich von deinem Bur her kennen, weil der, glaube ich, hört der oft Bury Tomorrow. Wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie gesagt, klingt halt sehr nach Heavenshell Burn, kann man auf jeden Fall anhören. Klassischer Metalcore, wie er halt heutzutage produziert wird. Ja, und es wird heutzutage sehr viel gemacht, Metalcore produziert. Also. Das nächste war Tetrach. Ja, weiß ich auch nicht. Ach, das war diese von der Chrissy, oder? Genau. Amerikanische halt, Band oder kanadisch oder was weiß ich. Das ist mit der farbigen Gitarristin, genau. Was das war. Oder Sängerin. Ja. War das denn das gar Frontfrau gewesen? Nein, das war nur Gitarristin. Also die hat nur Gitarre gespielt und gesungen hat, glaube ich, ein Kerl. Okay. Das ist halt like Slipknot, muss man mögen oder nicht. Das ist nicht so das eine. Aber es ist sehr CO wie Slipknot. Aber ja, ist dänisch nicht verkehrt. Ja, dann lerne ich bei dem Gespräch jetzt auch gleich was, weil dann weiß ich höre es mir heute halt mal an. Ja, das nächste. Wenn der Metal-Mentor sagt, das muss man sich anhören oder kann man sich anhören, dann hört man sich das an. So war das bei mir schon immer. Ja. Das nächste war Wayfarer. Ja, vom Jonas. Das ist halt für mich ganz schwierig, Dark Black Zeug gedöns. Ja, Black Metal ist ja absolut nicht deins. Ja, nee, also es gibt mittlerweile schon gute Black Metal, also wenn es halt wirklich das Melodic Black und Melodic Death, also das muss ja aber sowas wie zum Beispiel, was hatten wir das Jahr mal in Amas Metal, diese Weißrussen oder was das waren, Velikorus zum Beispiel. Das ist dann bestimmt auch was du dir gern anhören darfst. Okay. Also es ist halt sehr melodisch, pompös, am Streicher im Hintergrund, also richtig sowas. Das ist halt dann wahrscheinlich eher der Black Metal. Das ist aber auch der Black Metal, der mir anspricht, weil das doch im Hintergrund vielleicht ein bisschen Power Metal-lastiger ist wie was anderes. Wie dieser richtige norwegische Black Metal, das ist ja, da komme ich auch nicht mit, nein, so. Aber ich sag mal, alles seine Daseinsberechtigung und soll auf jeden Fall sein, weil sonst wäre das ein Schmarrn. Dann, was dein Vorschlag war, Mysteria, brauchen wir nicht drüber reden. Also da haben wir sehr drauf gefreut, wie die Platten Majestica. Majestica, ja. Genau. Ja, stimmt. Aber das ist halt genau unser Ding, gell? Also das ist halt Power Metal, wie wir ihn lieben, von dem her. Ja, und da habe ich ja wirklich, was heißt, mehr oder weniger das ganze Jahr drauf gewartet, weil haben sie die letzte Platten rausgebracht, mit was ich den Titel weiß jetzt gar nicht mehr, wo auf jeden Fall auch zwei richtig geile Stücke drauf waren. Und es ist jetzt wirklich, man kann sagen, eine Weihnachts-CD, Adventsplatten, also weil er die ich war noch nie so in Weihnachtsstimmung wie das Jahr. So richtig, ich habe mich gefreut drauf, Weihnachten, 24. zack, und die CD wieder reinballert und jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gefahren bin, wie ich noch keinen Urlaub gehabt habe, ich war immer irgendwie in Stimmung. Ich weiß nicht, ich bin jetzt keiner, der schmückt oder so, gut, bei mir leuchtet ja sowieso immer irgendwas, aber dass ich jetzt Weihnachtsdeko oder sowas aufgehängt hätte, da war ich so kurz davor her. Dass ich Weihnachtsdeko aufhänge, weil ich so in Stimmung war. Nur durch die CD. Ja, aber dann siehst du mal, das ist doch dann eigentlich prima, wenn durch so eine Art von Musik und durch diese Art und Weise sowas rübergebracht wird. Also
einfach ein positives Gefühl. Und man, ja, bei uns ist jetzt in dem Fall der Power Metal, bei anderen ist halt irgendeine andere Art von Musik und keine Ahnung. Aber das ist da schon mal, dann haben die Menschen, die die Musik gemacht haben, schon mal nicht viel verkehrt gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, und da gibt es auch sehr schöne Videos dazu tatsächlich. Ja, genau. Und darum bin ich ja, wie gesagt, da haben wir dann auch so drauf gefreut, weil der hat im Vorfeld ja zwei Videos gemacht und eben auf YouTube rausgebracht und bevor die Platten erschienen ist. Und richtig Tischi, die hat man immer wieder mal anschauen können. Ja. Das wäre da ein alljährliges Ding jetzt, was ich mir jedes Jahr neu ziehe. Ja, auf jeden Fall. Es kommt vor Weihnachten, ist das jetzt in der Playlist drin, Weihnachtsplaylist, ich meine, ich habe jetzt sowas auch. Und dann, ja. Das nächste war dann, ich weiß jetzt nicht, von wem das war Irrtum. Felix. Das ist ja, so war Black, oder? Genau, das ist mir alles in allem zu einfach. Felix ist halt auch schon, nicht nur Thrasher, der ist halt auch so ein richtiger Black-Metaler. Ja, halt auch wenn das nicht zugibt. Ja, doch, ja, also zugeben tut es vielleicht nicht, aber also wenn ich das so beurteilen darf, die ganzen Genres, und das ist ja mittlerweile ganz schwierig geworden, aber ja, dann ist er schon ein schwarzer Thrasher. Ja, genau. So ein richtiger schwarzer Thrasher. Schwarzer Thrasher. Ja. Ja, das war es ja eigentlich fast. Ich meine, dann haben dann der Felix hat dann noch die Neuerscheinung des Jahr. Da ist Exa gewesen, da ist Eskimo Callboy gewesen, Tür, die ganzen Sachen. Was er halt bei Metal nicht erwähnt hat, ja. Gut, genau, was da alles gekommen ist. Aber wir haben auch alle angehört. Brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Was ich mir auf jeden Fall nochmal angehört habe, das, was ihr ein ganz bisschen länger drüber geredet habt, das war dieses Eskimo Callboy, weil das ist das Jahr, also an mir ist das total vorübergegangen. Weil das hat wahrscheinlich auch nicht meine Art von Musik. Nee. Aber man dachte, aber es mir dann angehört, man dachte, ja, das ist nicht meine Musik. Ja, das ist Partymusik. Das ist einfach wieder so ein. Genau, so, ich meine, es ist zwar nicht gemacht und man merkt ja genauso quasi, wo die hier waren, also das ist in keinster Weise ernst nehmen wir den und ja, wenn man den mal live gesehen hat, und ich habe es jetzt schon öfters live gesehen, dann merkst du auch, die ganze Show ist drauf auf Party einfach. Ja. Hauptsache gute Stimmung, Hauptsache zack und dann wieder an die Bar und wieder zurück und wieder nein. Das ist halt denn ihr Konzept. Das ist einfach komplett einfach nur auf Party gemacht. Genau, das ist jetzt, was ich noch gerade sagen würde. Also wenn man die wahrscheinlich dann live anschaut beim Festival und so weiter, da haben wir mit Sicherheit auch eine Tour, weil man denkt, die machen Gaudi, die machen Spaß. Und sowas schaut man sich dann auch. Also jetzt, wenn die Musik jetzt nicht so 1000%ig das meine ist, aber dann da eine Bühnenshow mitzukriegen, ist bestimmt super. Und von dem her, hätte sich nicht heimlich einmal einen Schlager an, damit er wieder gut drauf ist. Wahrscheinlich. Das ist also endlich. Nur im Metal. Ja, das ist ja das. Ich meine, man braucht ja bloß Nano War of Steel. Ich meine, das ist ja was, wo ich sagen würde. Also die finde ich prima, ich meine, eine ganze Platten von denen durchgehend anzuhören, ist manchmal sogar ein wenig anstrengend, weil du kommst dann gar nicht so alles mit, was die Verarschungen weiß halt viel erleben. Aber ist ja bei JBO zum Beispiel das Gleiche, du hörst ja nie einen ganzen Abend nur JBO, aber wenn nochmal zwei, drei Lieder dazwischen kommen, dann geht's wieder aufwärts. Das ist auch Partymusik im Endeffekt. Ja. Du halt, das soll halt eine Stimmung vermitteln. Lustige, zünftige. Und wenn sie das schaffen, ich mein, dann haben sie ja schon ganz viel nicht verkehrt gemacht, sondern eben die Leute, wo hingebracht. Richtig. Ja, und dann möchte ich dann ganz kurz noch auf das eingehen, was quasi für mich das Jahr plattenmäßig, sage ich jetzt mal, nicht schlecht war, beziehungsweise was mir im Kopf geblieben sind. Ja. War auf jeden Fall Außenblut Anfang des Jahres, im Frühjahr war das. Also da muss ich sagen, haben mir die Vorplatten, was haben nicht so gefallen, aber da ist es nicht so nachgekommen für vielleicht, weil mittlerweile auch ganz bisschen das Viking Metal und so weiter wegen näher gekommen ist zu mir, also auch mit letztes Jahr. Also das Thema muss man halt auch mengen. Ja, klar, genau. Und das finde ich halt also interessant und gut und also Außenblut war auf jeden Fall gut, dann nahe Verwandter, wo es jetzt auch die nächsten Tag eigentlich auch was gewesen wäre in Nürnberg, Nachtblut, also die zwei live zu sehen, da haben wir sofort, oder? Also das, wenn du jetzt mir aber vor zwei Jahren gesagt hast oder so quasi Nassblut, Nachtblut, Außenblut, da hätte ich gesagt, komisch und was weiß ich. Mittlerweile definitiv was man anhören tue, oft anhören tue und auch gern anschauen darf. Und da sieht man mal wieder, ich weiß nicht, ist es meine Entwicklung, die Entwicklung von den Kapellen, von den Einzelnen, aber es ist halt allermeistens, komme ich dann später noch dazu, bei den meisten Bands, dass sie sich wieder weiterentwickeln denen und das ist ja prima so. Also bleiben nicht so stehen. Ja. Wie zum Beispiel die Kapellen mit dem schlechtesten Schlagzeuger. Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Ob es der schlechteste ist, kann man jetzt nur dahingestellt werden, ja, aber es ist so, der macht halt immer das Gleiche. Vielleicht ist das seine Profession. Vielleicht macht er genau diesen Beat so perfekt wie kein anderer. Whatever, es ist deine Meinung, du darfst du vertreten und du sollst ja vertreten und du bist auch einer, ich weiß das selber, du kannst gut Schlagzeug spielen, von dem her darfst du und kannst das beurteilen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil es ist etwas auf jeden Fall, ja, es ist mehr oder weniger oft ähnlich, aber das ist einfach als Konzept, das ist ACDC. Also wenn, ja, eben. Ich habe mir dann bloß gedacht, das erste Video ist dann rausgekommen und ja gut, es ist halt ACDC, Punkt. Richtig, und das ist ja, halt was sich jetzt, ich sage jetzt mal nicht, in Anführungszeichen ja nicht weiterentwickelt, aber das tut ja der Band nicht weh. Also, aber es gibt halt Bands, manchmal ist es sogar besser, wenn sie sich ein bisschen weiterentwickeln. Ja, eben, das sind, wie gesagt, also vielleicht, ja. Aber ist es auch eine Entwicklung irgendwo, dass man halt eben, ich sage jetzt mal, durch so Sachen wie Mass Metal oder Metalnet einfach sich um mehrere Sachen bemüht, so quasi nur mal anhört oder dann vielleicht nur mal ein Video schaut und das dann, ja, dann sich da vielleicht so weiterentwickelt, also whatever. Aber wie gesagt, also bei der australischen Kapellen, das sind die Leute anschauen, die es irgendwann auf Festival oder noch nie gesehen haben und die sind dann auch hingehen und sollen dann auch ihre 150 oder 200 Euro zahlen für die, wenn wirklich mal was ist. Ich muss es nicht mehr sehen, logischerweise, weil ich habe sie oft noch gesehen, aber die anderen brauche ich auch was zum Gucken und sagen, ich war mal genau dabei. Von dem her ist das auch irgendwo Daseinsberechtigung und naja, sei gut. Was dann heuer noch rausgekommen ist, das war Elstorm. Geile Partymusik, prima. Kann man fast von Anfang bis Ende anschauen. Wir wissen, von was wir reden. Live sind es auch prima. Also, und das ist halt auch, da macht man halt, bei dem Thema machen wir halt jetzt speziell wahrscheinlich eher wieder Party, wie wenn jemand drüber singt, dass er im Club am Abtanzen ist und am Rumspringen. Und wir sind halt eher so, wir gingen auf See und trinken da mit, so in der Art. Das ist halt einfach unsere Partymusik dann. Ja, von dem her, genau. Ja, aber das man ja halt auch wieder, wir sollen sagen, von der Musik her einfach gut und schön zum Anhören und prima. Die nächste Kapelle, was heuer Platten rausgebracht hat, was mir sehr gut gefallen hat, die auch wieder Entwicklung irgendwie Back to the Roots, das ist Gravedigger gewesen. Die haben vom Thema her wieder für das Schottland und Freiheitskämpfer und wie immer, aber die sind manchmal die letzten Platten immer wieder mal anstrengend gewesen zum Hören. Diesmal sind es wieder eingängige Melodien, eingängige Gesänge und einfach prima. Also Gravedigger ist auch was gewesen, wo ich sage, hat mir total gefallen, war prima. Mhm. Dann Majestica, da haben wir schon gesagt, da haben wir schon drüber geredet. Dann bloß ein kleines Projekt, was mir heuer aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast oder der Felix, und zwar war das, hat es nur leider ein Video gegeben auf YouTube, das war Dirk Schneider and the Old Boys. Ich glaube, ich habe es in einem Twitch-Stream mal angeschaut, aber ich weiß nicht mehr, was genau das war. War das nicht, hat der nicht wieder mit irgendwas, mit einer Marching Military Band oder sowas, nicht, nein, war wieder ja, andere, genau, oder? Das war was anderes, also das war im Lauf, das war glaube ich im Sommer war das, war quasi mit dem Musikchor oder sowas. Genau, mit dem Musikchor der Deutschen Bundeswehr, wo er da eben seine alten Lieder aufgespielt hat und wie immer. Aber das ist wirklich ein ganz eigenes Projekt. Jetzt frag mich nicht, da müsste vielleicht der Felix nochmal recherchieren, wer die Old Boys waren, aber laut die Benennung, also Dirk Schneider und die Old Boys, da gehören mittlerweile auch dazu. Und dann haben wir das Lied noch angeschaut. Ich meine, es ist ein Metal-Lied, es ist nicht schlecht, es ist ein bisschen, da irgendeine Frau singt da auch mit. Also es sind aber leider alte Veteranen, muss ich sagen, die da ein nettes Projekt gemacht haben, auf so eine Art und Weise, die alten Säcke können es auch noch, wenn es sein müssen. Ja. Ich finde halt einfach erwähnenswert, dass sowas geben und aus der anderen Musik macht einer. Und ja, das war jetzt das Ende von meiner Notizen. Ich wollte eigentlich noch, sagen wir mal, meine Newcomer des Jahres, wollte ich noch irgendwie zusammenschreiben, aber da haben wir das jetzt zu schnell, zu spontan gemacht, dass ich mir das noch aufschreiben lasse, weil da müsste ich mein iPod nachschauen, weil das ist die Musikisten von 2020, wo wirklich viele junge Kapellen gekommen sind und gewesen sind, im Grad mit deinem Metalnet, was du da vorgestellt hast, also oder die Video-Einsendungen, wo du immer kriegst und dann drüber reden musst, wo ich sagen dann, wow, da sind einige dabei gewesen, wo ich dann auch zwischendurch mir auch dann von denen die CDs bestellt habe, Merch bestellt habe, wirklich dann, also ich sage, ich kann nicht auf Festival gehen, ich kann nicht auf Konzerte gehen, aber irgendwo, mein Gott, 20, 25 Euro oder was, kannst du auf jeden Fall ausgeben für die Buben, die sind es wert und war quasi mein Support in Anführungsstrich, was ich heuer irgendwo trotz nicht für
Festival und nicht Konzerte quasi dann irgendwann mal anbraucht. Können wir schnell mal schauen, ich habe sie ja da, was ich quasi alles reagiert habe, was wir alles miteinander angeschaut haben. Einmal warst ja du auch dabei Anfang des Jahres mit Threshold. Genau. Diese Thresher aus Ingolstadt in der Umgebung. Obwohl Thresh auf jeden Fall kann man anhören, waren prima, ja. Oder was haben wir, Waves Like Walls, das war mehr so Hardcore aus der Gegend. Das Wave Like Walls, also die waren, da haben wir die haben zwei Platten rausgebracht und die sind auf jeden Fall definitiv auf meiner Playlist 2020, die sind richtig, richtig stark. Also die haben mir total super gefallen. Black Tory, das war mehr so emotionaler New Metal, glaube ich, nennt man das. Also nicht direkt New Metal, sondern... Sag mir jetzt zwar wieder noch was der Name, aber wie gesagt, mir ist jetzt... Nee, aber wir haben dann auch noch das neue Vark-Album ist ja auch rausgekommen das Jahr. War auch gut. Siffy, Torrential Rain habe ich noch da. Brabbel, fränkische Band. Das ist mehr so Spaß. Da waren schon ein paar dabei, da wo ich sage, Disordered zum Beispiel, einer von den ersten. Ja. Das war auch Thrash Metal, aber ein richtig klassischer Thrash Metal. Und Black Corona. Ich glaube, das war Metalcore Band. Ja, das war auf jeden Fall auch. Da muss man sagen, sollst auf jeden Fall weitermachen, weil A, informativ, B, Support für die kleine Kapelle. Und irgendwann kann man die vielleicht auch mal ein wenig warm halten und sagen, vielleicht schaffen wir das irgendwann einmal, Siffler Festival zu machen, wo man dann sagen kann, da kommen die Burschen. Sollte man im Hintergrund noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Irgendwie. Sind die Kleinen profitieren jetzt dann, glaub's mir. Ja, das ist klar, da bin ich auch gespannt und da freue ich mich schon irgendwie drauf. Also ich würde mich zwar auf das eine oder andere große Festival heuer auch freuen, aber da schauen wir mal, was die Koni Moni weitermacht und unsere Politiker und lassen wir einfach auf uns zukommen. Ja eben, einfach abwarten, dann können wir nicht enttäuscht werden. So wie der Art. Ja, und dann zu deinem letzten Einspieler, haben wir jetzt gerade, bevor wir telefoniert haben, gerade nochmal angeschaut. Siflis Jahresansprache 2020. Mhm. Also Jahresabsprache, oder wie nennt man das, wenn es am Schluss passiert? Ich weiß ja nicht so, keine Ahnung, ich habe es einfach Ansprache genannt. Es war durchaus eine Ansprache, also das zwar sehr, sehr Sifli-like. Gerade raus halt. Was? Gerade raus halt. Gerade raus, mehr oder weniger, ja. Und ich muss auf jeden Fall sagen, die Sachen, was du von Stapel lassen hast, du bist langsam erwachsen. Ja, okay. Ich merk's. Scheiße. Aber auf eine gute Art und Weise, ich meine, jetzt an deiner Reaktion. Aber ich denke, das kann man ganz kurz und knapp über dieses Jahr das Resümee ziehen. Entweder hat man sich was Positives rausgezogen oder nicht. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann blöd gelaufen, der muss an Leiter und der muss auf 2021 hoffen, wie immer. Ja, aber es ändert sich halt auch nichts, gell? Also es ist halt, man kann halt hoffen. Aber es wird halt am 1.1. war jetzt nichts anders zu wie zum 31.12. Und von dem her, ja, tut es mir auch leid für die Leute, die das nicht gecheckt haben. So. Ja, und da kann man eigentlich nicht recht viel, das ist ja so ein schlaue Weisheiten gewesen, die nicht die authentisch rübergekommen sind. Und auch wenn es noch so klischeehaft ist, sind wir froh, dass wir gesund sind, sind wir froh, dass wir Zeit haben. Richtig. Und die Zeit dann auch in Anführungsstrich so nutzen, wie wir es nutzen tun. Andere Länder, die haben nicht so Möglichkeiten, wo jetzt der Felix wieder gesagt hat, die Kapelle aus Iran, Syrien, wo die immer her waren. Also wir können mir sehr, sehr froh sein, dass wir einfach in der Situation sind, wo wir sind. Wir brauchen nicht mordsmäßig Angst haben vor Erdbeben, Vulkan, sonst irgendwas. Also bei uns ist es ein wenig dramatisch, wenn es schneit und wir Schnee rammen oder Eis kratzen müssen. Das ist dann schon dramatisch. Hinausgehen, wenn es kalt ist. Ja, und sei es nur Holz zu holen, dass man wieder einschieben kann. Ne? Ja, aber da muss ich sagen, war auf jeden Fall eine schöne Ansprache, auch wenn es über 20 Minuten war, aber war gut so. Das war es jetzt eigentlich alles und allen. Jetzt, wenn du dir denkst, das, was wir jetzt da miteinander geredet haben, wenn das alles in die Tasten geklopft hätte, ich glaube, das wäre schon eine ganze Menge geworden. Vor allem, ich hätte dann wieder darauf antworten müssen und hätte es wahrscheinlich dann wieder vernachlässigt und war dann auch nicht so toll gewesen. Deswegen hat man ja jetzt die Möglichkeit, eventuell, ich weiß, entweder machst du das jetzt nach jeder Mass Metal mit mir so ein Video oder wir lassen jemand anders, vielleicht würde jemand anders seinen Senf dazugeben.
ist, die Möglichkeit besteht. Also ich finde es toll, das da hat jetzt auch eine Dreiviertelstunde dauert, aber ja, ich denke, das ist, da wir ja sowieso den Channel mehr so auf Podcast ausgelegt, Live-Show und hier und da, es wird halt auch, das wird auch angeschaut und nachgeschrieben oder kommentiert, weil die Leute einfach auch wissen wollen, was jetzt du zum Beispiel dazu sagst. Oder wie ich das jetzt ohne zum Beispiel. Also ich danke dir auf jeden Fall für das Kommentar, weil das Feedback ist mir natürlich und uns allen sehr wichtig. Wir wollen ja auch wissen, ob es euch gefällt. Ich selber habe mir tatsächlich den Mass Metal nochmal komplett angeschaut. Aber hauptsächlich den Moderationsteil, weil die Einspieler habe ich ja meistens geschnitten, also die habe ich ja alle kennt und habe es ja live gesehen. Und von dem her, habe ich schon auch, also bin schon beeindruckt, was ich da gemacht habe tatsächlich. Also mir gefällt es sehr gut. Also, so wie Mass Metal jetzt ist und jetzt als Livestream auch deklariert dann, mit sieht man dann auch, steht dann irgendwo dort. Und der neue, was sagst du denn zum neuen Intro? Da kannst du noch kurz was sagen. Also auch wieder ein ganz kleines bisschen stolz, weil ich bin ja ganz kurz mit zum Singen. Also so, wenn man es ja weiß und sieht. Am Anfang, also zuerst bin ich gesehen und mir gedacht, oh, ist das lang. Aber jetzt bei dem Video, was ich jetzt im Heute angeschaut habe, bei deiner Ansprache, wenn es da im Vorfeld kommt, passt. Also ich finde es cool. Ja, gut. Es ist ja ein Livestream-Intro. Das kommt halt jetzt immer vor einer Mass Metal im Endeffekt. Und wenn ich einzelne Videos mache, wie jetzt das zum Beispiel, da kommt nur am Anfang dieses Pfff, Dark Siffler. Und das ist dann das Intro für die einzelnen Videos. Das komplette, eine Minute 30, glaube ich, dauert es, oder 40. Und, das kommt nur vom Livestream. Und da warten ja die Leute sowieso schon drin und sind gespannt und kriegen dann nur ein bisschen so den Hype mit von dem Sound, der im Hintergrund kommt. Und das finde ich halt einfach cool. Ja. Und deswegen, ich bin schon stolz darauf. Das habe ich jetzt auch schon so oft angeschaut. Ja, das ist halt auch noch was, also das können wir jetzt dann vielleicht als Schlusswort nehmen oder als Ende nehmen. Was jetzt meine Intention auch für dieses Kommentar gewesen ist, ich habe es vielleicht schon gesagt, aber muss ich nochmal explizit erwähnen, dass die Arbeit von euch als Redaktion, von euch als Menschen, dass die, wenn man es Arbeit nennen kann, echt prima ist und echt gut ist. Ihr arbeitet gut zusammen, ihr macht gute Arbeit und ich denke mal, das ist, da rede ich im Sinn für alle Ultras und für alle, die es immer wieder anschauen. Es ist sehr kurzweilig, es ist schön, dass sowas geben wird und macht auf jeden Fall weiter so und prima. Ja, mach mal, danke. Cool. Und danke, dass du dir das überlegt hast, mit mir jetzt das zu machen. Also es war eine sehr spontane Aktion jetzt. Ich wollte eigentlich gerade die Wohnung putzen, aber das kann ich ja jetzt noch. Ich danke dir. Und für diejenigen, die da draußen jetzt zuschauen und sich das ganze Video reingezogen haben, danke fürs Anschauen und schreibt doch einen Kommentar. Oder wenn ihr zur Mass Metal was sagen wollt, könnt ihr mich kontaktieren im Discord. Wisst ihr ja eigentlich die meisten, wo es hingeht. Dann entlasse ich dich erstmal aus dem Video und wer den YouTube-Channel noch nicht abonniert hat, soll abonnieren. Alles klar, genau. Ich wünsche euch was. Pfiat's euch. Ich wink mal.